Ja, die Fans von Paris sind sauer und in Deutschland sind fast alle Fans sauer, nämlich auf den VAR. Und wir haben mal so einen ganz schnellen Zusammenschnitt verschiedener Trainerstimmen. Sie merken, es brodelt. Das bringt sie in Stimmung. Für mich eine klare Fehlentscheidung. Es war ein entscheidender Fehler. Wird für mich in meinen Augen auch enteiert. Kann ich null nachvollziehen. Weil ich einfach sage, es macht den Fußball kaputt. Da blickt wirklich kaum mehr einer durch. Also da scheinen sich alle einig zu sein und Marcel Reif und ich werden, vermute ich, in den Chor mit einstimmen, wenn wir über die beiden Szenen dieses Wochenende sprechen. Letzte Woche haben wir uns ja schon aufgeregt darüber, dass es 3 Minuten 50 gedauert hat, um zu erkennen, dass hier eine unklare Situation vorherrscht. Insofern kein Grund, eine getroffene Entscheidung zu widerrufen. Jetzt hatten wir einen VAR-Elfer bei Freiburg gegen Stuttgart, angebliches Foul von Zagadou. Auch das dauerte sehr, sehr lange. Und klar, eine Berührung sieht man eigentlich bei jedem Zweikampf. Und dort wurde sie dann so gewertet, dass sie entscheidend für den Sturz gewesen sei. Bruno Labbadia hat hinterher sehr, sehr klar gemacht, was er vom VAR erwartet und was nicht. Und dass es so eben keinen Sinn macht. Der VAR ist dafür eingesetzt worden, dass krasse Fehlentscheidungen verhindert werden. Und wenn Sie die Handbewegung des Schiedsrichters gesehen haben beim zweiten Elfmeter, dann war das ganz klar, kein Elfmeter, hat er gesagt. Ich glaube, wenn Sie die Szene sehen, da werden 5 sagen, okay, es könnte nicht. Also nochmal, wir reden über eine krasse Fehlentscheidung. Und dann wird er rauszitiert, wird für mich, in meinen Augen, auch enteiert und braucht 10 Minuten, bis er die Entscheidung treffen kann. Ich finde, dann kann man wirklich das Buch zumachen. Ich habe es eben schon ein paar Mal gesagt gehabt. Und es ist nicht wegen den Entscheidungen heute, sondern allgemein. Ich habe das von vornherein gesagt, selbst in den Trainertagen. Ich bin totaler Gegner vom VAR. Weil ich einfach sage, es macht den Fußball kaputt. Weil du einfach, wenn du selber viel Videos guckst und jede Szene auseinander nimmst, dann könntest du 100 Elfmeter geben jedes Mal wieder. Also deswegen bin ich totaler Gegner. Ich finde die Torlinientechnik gut, ich finde auch das Abseits gut. Alles andere, muss ich sagen, macht für mich den Fußball kaputt. Bruno Labbadia, ganz klar. Sind wir schon so weit, Herr Reif, dass der VAR, so wie er derzeit eingesetzt wird, den Fußball kaputt macht, anstatt ihm zu helfen? Den Fußball wird gar nichts kaputt machen. Der ist ja viel zu stark, der wird uns alle überleben. Schadet. Ja, mir ist beschädigt den Spaß jedenfalls. Und ich kann, Bruno Labbadia folge ich ein ganzes Stück. Wir müssen nur aufpassen, wenn wir jetzt die 3 Szenen nehmen, also Stuttgart und Leipzig, dritte war Schalke. Da müssen wir schon unterscheiden, sauber gucken, wo jeweils der Punkt war. Hier, Labbadia ist sehr frustriert, klar, weil sie ein gutes Spiel gemacht haben, führen 1-0 und werden dann nochmal eingeholt und verlieren 1-2. Was ich bei ihm verstehe, ist, dass er sagt, der Schiri er enteiert sich selber, weil er viel zu lang braucht, um zu erkennen, natürlich war es ein Foul. Natürlich trifft er ihn und das Bein bleibt hängen und dadurch kommt er zu Fall. Das kannst du, wie viel Zeitlupen musst du dir angucken und wie lange? Also du bist Schiedsrichter, du kennst den Sport, denke ich doch. 2 Minuten 48 waren es ja, übrigens. Ja, und das geht nicht. Das ist, da hast du das Gefühl, da ist einer unsicher und dem kannst du noch was zeigen. Wenn es nicht klar wäre, dann ist doch gut. Dann guckst du und sagst du, nee, sorry, hilft mir nicht. Ich drehe mich um, ich habe entschieden, keine Elfer, weiter geht's. Kann man dann streiten drüber. So ist es nicht gut. Das ist die Stuttgarter Geschichte. Bei Schalke war es richtig. Also da gehe ich die Wand hoch. Also da wird einmal der VAR zu Recht benutzt und hilft gerade den einen und den anderen bei den Schalkern ein Handspiel. Einmal bei Wolfsburg ja und bei den Schalkern guckt er sich das nicht nochmal an. Das war ein klares Handspiel der Wolfsburger. Da greift der VAR nicht ein. Was macht ihr dann? Habt ihr euch dann schlafen gelegt, weil ihr einmal dran wart? Grauenvoll ärgerlich und das kann Schalke eine Menge kosten. Da geht es um 2 Punkte, die sie nicht geholt haben. Und das letzte, Leipzig, weiß ich nicht, ihr habt sie nicht mehr alle. Also ehrlich, was ihr mit den Regeln veranstaltet, früher war Fußball mal einfach, haben wir gesagt. Legt 2 Steine auf den Rasen oder auf die Wiese, da hinten noch 2 Steine, gibt mir irgendeinen Lumpen und dann machen wir ein schickes Fußballspiel. Hier sehen wir jetzt diese Szene, die Sie ansprechen bei Union in Leipzig. Da ist es der Rettungsversuch von die Rettungsaktion, da muss man aufpassen, wie man sie wahrscheinlich bezeichnet, um dann juristisch sauber zu sein, von Laiduni. Und es geht um die Frage, bei diesem Hacken, Kontakt will ich ihn mal ganz wertfrei nennen, ob das eine kontrollierte Aktion ist,
Dass es eine bewusste ist, steht außer Frage. Das ist aber seit dieser Saison nicht mehr entscheidend, sondern ist es ein kontrolliertes Spiel. Und wir wollen mich allen Ernstes mit auf die Reise nehmen. Also jetzt müssen wir unterscheiden. Sie gar nicht, zwischen, das haben die Regelhüter. Deswegen, da kann der Schiri nichts für. Und da kann auch der VAR nichts für an der Stelle. Ja? Sondern wenn das wirklich so ist und das eindeutig so ist, dass bestimmt wurde, und so steht das ja in der Regel, nur das haben wir ja alles nicht richtig zur Kenntnis genommen. Aber wenn einer angeschossen wird, dann ist das unkontrolliert und unbewusst und was weiß ich alles. Kein. Da bin ich noch ein Stück mit bei Abseits. Aber wenn du mir hier oder wenn ich mich hier unterscheiden muss zwischen kontrolliert und bewusst, Leute, da kommen wir aber ins tiefenpsychologische, da zumal man ihr seid ja nicht mehr ganz in dicht. Gewisserweise belohnt wird, wenn man es in dem Moment schlecht macht. So ist es. Also die große Frage, die hier jetzt ja ganz konkret im Raum steht, ist, hätte man dem Union-Verteidiger zutrauen können, diesen Ball mit der Hacke zu klären? Dann wäre es kontrolliertes Spiel und nur Unfähigkeit gewesen, dass es nicht gelungen ist. Und wir wollen einmal hören, Herr Reif, bevor wir weitermachen, was Marco Rose, der Trainer von RB Leipzig, dazu sagen hat, der auch gleichzeitig einen wunderschönen Vergleich und eine Erinnerung an einen Spieler hat, der sehr, sehr wohl, sehr bewusst und sehr kontrolliert mit der Hacke spielen kann. Beim Abseits habe ich allerdings eine klare Meinung. Für mich eine klare Fehlentscheidung. Weil er den Ball nicht unkontrolliert spielt, sondern der Urs hat den Spieler wahrscheinlich geholt, weil er ein richtig guter Fußballer ist. So wie alle da draußen übrigens am Feld. Und ich habe jetzt ein paar Jahre selber Fußball gespielt. Also ich hätte den Ball auch nicht getroffen. Ich hätte es probiert. Aber der Spieler sieht den Ball von vorne kommen. Er weiß genau, wo er runterkommt. Der trainiert jeden Tag, manchmal sogar zweimal am Tag. Wenn die Jungs vor dem Training sich treffen, dann machen die nur solche Sachen. Im Training sehe ich nur solche Sachen. Also wir versuchen schon flach zu spielen. Und dieser Spieler will den Ball kontrolliert mit der Hacke klären. Er sieht ihn kommen, er weiß, wo er runterfällt. Er nimmt bewusst die Hacke, bewusst habe ich schon gehört, ist nicht das Kriterium. Und er will den Ball kontrolliert spielen. René Guita kennt hier jeder. Der Torwart, der mit der Hacke, genau, da warst du klein, siehst du, für die schon etwas älter sind und länger, der hat da auch eine tolle Frisur, der hat so ein Ding mal einfach so aus der Kiste rausgeholt mit der Hacke, bewusst, also das gab es auch schon vor, wo du klein warst, vielen Jahren. Und die Argumentation kann ich null nachvollziehen. Null. Für mich ein klares Tor, für mich eine klare Fehlentscheidung. Also klare Fehlentscheidung. Und wir wollen die Bildungsfußballlücke bei dem einen oder anderen jüngeren Zuschauer gerne schließen. René Higita, hier sehen wir, wie der als Torwart teilweise sehr bewusst und sehr kontrolliert mit der Hacke gespielt hat. Darauf spielt Marco Rose also an. Bleiben wir noch einmal bei dem konkreten Fall, Herr Reif. Kann man von einem Bundesliga-Profi erwarten, dass er da den Ball vernünftig spielen kann? Was bedeuten würde, es wäre eine Fehlentscheidung, so wie hier jetzt in Leipzig agiert wurde? Oder sagen Sie weg mit bewusst und kontrolliert, wir müssen es wieder einfacher machen. Ihr seid verrückt, ihr seid wahnsinnig. Du überforderst doch jeden normalen Menschen, den Schiri, du überforderst VAR, du überforderst jeden. Zwischen bewusst und kontrolliert, natürlich versucht er den Ball abzuwehren. Das ist eine bewusste Aktion eines Bundesliga-Profis. Wenn er Pech gehabt, also die Reise geht zu Ende an der Stelle, wenn der den richtig getroffen hätte so, und hätte den Ball, der Ball wäre zu einem Mitspieler erst gegangen, dann wäre es kontrolliert gewesen. Dann bin ich hier Tiefenpsychologe oder was bin ich? Ich will doch einfach nur Fußball gucken. Ihr seid mir ganz dicht. Wenn das wirklich Regelhüter machen, dann merkst du, die haben viel Zeit, beschäftigen sich so lange mit sich selber wie mit der Handregel mittlerweile, dass sie am Ende selber nicht mehr wissen, was sie da veranstalten. Und so bringst du Schiris in die Bredouille, den VAR stellst du so zur Diskussion. Das ist Unfug. Also wir brauchen eigentlich, je schneller, desto besser weg mit dem ganzen Mumpitz. Ihr habt sie nicht mehr alle. Geht mal kalt duschen und überlegt mal in Ruhe, pass auf, wo haben wir uns selber verheddert im Verschlimmbessern. Einfach mal wieder runter und wiedersehen. Der will den Ball da hinten spielen, weil er Abwehrspieler ist und der muss abgewehrt werden. Ob der das jetzt zu 10% bewusst, zu 20% kontrolliert. Leute, sorry, ich kann ihn nicht mit. Also, der eindringliche Appell, sich die Regeln anzuschauen und möglicherweise wird es dann auch für den VAR besser, wenn Hand wieder Hand ist, wenn es Absicht ist und ja, wie man es beim Abseits formuliert, einfach der gute alte Satz, der Ball kam vom Gegner, vielleicht trägt das ja zur Klarheit bei.